ziemlich sicher, dass man darauf auf die Killerspieldebatte zurückblicken wird und ja auch darüber lachen kann, eben weil die Behauptungen oft so absurd, so undifferenziert waren, dass man das mit Abstand dann nicht mehr ernst nehmen kann. Die Killerspieldebatte hat Deutschland über Jahrzehnte geprägt. Für die einen waren Shooter wie Quake, Half-Life oder Battlefield normaler Zeitvertreib. Für die anderen Teufelszeug. Ja, sogar potenzieller Auslöser für Gewalttaten. Das Wort Killerspiele ist verbunden mit Orten wie Erfurt, Emstetten, Winnenden. Mit Orten, an denen Amokläufer Menschen getötet haben und Computerspiele mitverantwortlich gemacht wurden. Anfang der Nullerjahre ist die Debatte an ihrem Höhepunkt. Manche Politiker verlangen, gewalthaltige Computerspiele müssten nun endlich verboten werden. Vor allem Ego-Shooter stehen im Kreuzfeuer der Kritik. Die Forderung, solche Spiele zu verbieten, schafft es sogar in den schwarz-gelben Koalitionsvertrag. Doch es kommt nicht das Killerspielverbot. Die Debatte ebbt wieder ab. Dem Amoklauf in München sind Ego-Shooter plötzlich wieder Thema in Politik und Medien. Der Schütze aus dem Einkaufszentrum soll in seiner Freizeit Counter-Strike gespielt haben. Und schon ist es wieder da, dieses Wort. Killerspiele. München hat gezeigt, die Debatte schwelt nach wie vor. Und bald schon könnte sie erneut befeuert werden. Durch Spiele in der Virtual Reality. Schießen in Virtual Reality macht einfach echt Spaß. Also man fühlt sich da echt so wie eben in den Filmen, da mit zwei Knarren unterwegs und es macht schon einfach Spaß. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es da auch Spiele geben wird und Anwendungen geben wird, die Gewalt zeigen und Gewalt verherrlichen. Und das könnte sein, dass dementsprechend auch die Killerspieldebatte neu befeuert wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine Waffe in die Hand und pusten einen anderen Menschen weg. Blut und Gehirn spritzt überall hin. Das werden Sie nie vergessen. Wie also geht es weiter mit der Killerspieldebatte? Wo steht sie heute? Um das herauszufinden, haben wir mit Game-Designern, Computerspielexperten und Kunstwissenschaftlern gesprochen. Wir haben Antikriegsspiele gespielt und sind in Walking-Simulatoren friedlich über schottische Inseln spaziert. Und wir wagen einen Blick in die Zukunft. Was, wenn wir irgendwann virtuell schießen, wenn Shooter in die Virtual Reality übersetzt werden und es sich dann verdammt echt anfühlt zu töten? Das Meltdown in Berlin, eine Art Sportkneipe des Digitalzeitalters. Statt Fußball oder Basketball flimmert hier gerne mal Counter-Strike über die Flachbildschirme. Auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile ähnliche Kneipen, in denen gefachsimpelt und getrunken wird, aber auch gezockt. Ego-Shooter heute, das ist Big Business, Spektakel für die Massen und auch Sport. In dieser Szene käme niemand auf die Idee, Computerspiele für Amokläufe verantwortlich zu machen. Haben sich die Fronten tatsächlich beruhigt? Christian Huberts muss es wissen. Der passionierte Computerspieler hat sich als Jugendlicher oft über schlecht informierte Politiker und Experten geärgert. Heute beobachtet der Kulturwissenschaftler einen Wandel in der Debatte. Die Debatte um Killerspiele hat sich vor allen Dingen abgeschwächt, weil Computerspiele als Wirtschaftsfaktor interessant geworden sind, vor allen Dingen auch für die Politik. Das ist ein Gegenstand, mit dem kann man sich auch wunderbar als zukunftsgerichtet positionieren und ist nicht immer nur der Verbote fordert zum Beispiel. Das heißt, eigentlich beginnt jetzt erst die Zeit, wo man sich Gewalt in Computerspielen sachlich nähern kann und sachlich argumentieren kann, ob es da möglicherweise doch Wirkungen gibt auf die Menschen, die das konsumieren oder nicht. Viel wurde geforscht in den letzten Jahren. Aber stehen brutale Computerspiele in Zusammenhang mit realer Gewalt? Das konnte bislang nicht bewiesen werden. Produzieren Ego-Shooter wirklich Amokläufer? Darüber wird gestritten. Noch immer. Es werden nach wie vor regelmäßig Studien veröffentlicht zur potenziellen Wirkung von Computerspielen auf
die Konsumenten, zum Beispiel, dass Menschen, die viel Rennspiele spielen, auch ein aggressiveres Fahrverhalten oft an den Tag legen. Das ist dann allerdings nicht mehr so einfach und dramatisch, zum Beispiel journalistisch oder politisch zu nutzen. So, stattdessen sehen wir jetzt dann eher solche Studien, die positive Wirkungen nahelegen, dann in den Medien, wo es darum geht, dass Computerspiele kognitive Fähigkeiten zum Beispiel verbessern. Doch nicht nur Wissenschaft, Medien und Politik geben sich heute mehr Mühe, Computerspiele nicht gleich zu verteufeln. Auch die Entwickler selbst gehen neue Wege. Historisch war die Ego-Shooter-Perspektive oft gekoppelt an ein Fadenkreuz. Sehen, das war gleich Schießen. Und im Bild immer eine Waffe. Bei Quake, Half-Life, Battlefield. Klassische Ego-Shooter. Heute ist das anders. Aus der Ego-Perspektive muss nicht mehr zwingend geschossen werden. Und mancher, der früher mit der Pumpgun reihenweise Zombies zu Brei verarbeitet hat, will heute lieber schlendern statt schießen. In dem Spiel Dear Esther zum Beispiel durch den Nebel einer schottischen Insel. 750.000 Mal verkaufte sich das Spiel. Ein Überraschungserfolg. Und der Durchbruch für das Genre der sogenannten Walking Simulators, wie diese Art von Spiel anfangs etwas abschätzig genannt wird. Mittlerweile haben sich Walking Simulators als Nischengenre etabliert. Und so kann man heute auch durch das menschenleere England spazieren. Oder durch surreale Pixelwelten. Hier ist dieselbe Technik am Werk wie in den berüchtigten Ego-Shootern. Doch sterben muss hier niemand. Der Spieler nicht und auch sonst keiner. Die Ego-Perspektive im Computerspiel, die Perspektive also, die so oft Schlachtfeld war, im Walking Simulator wird sie befriedet. Das Schöne an einem Walking Simulator ist eigentlich, dass es nichts von dir erwartet, das würde ich sagen. Es gibt natürlich Spiele, die sind sehr schwierig zu spielen. Ich merke, dass es ziemlich stressen, weil ich reagieren muss, weil ich schnell interagieren muss. Und dann sind sie vielleicht, muss ich erstmal reinkommen und ich sterbe erstmal 20 Mal, bevor ich überhaupt mal über einen Punkt hinauskomme. Und Walking Simulator ist eine friedliche Erfahrung von einer Welt, durch die ich schreiten kann. Und vielleicht kann ich das eine oder andere miteinander kombinieren, Rätsel lösen. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz zu einem Computerspiel. Und das Schöne daran ist, dass ich friedfertig eine Welt und eine Geschichte und eine Atmosphäre erleben kann. Mareike Ottrand fühlt sich wohl in solchen idyllischen Computerspielwelten. Ottrand, Game Design-Professorin und selbst leidenschaftliche Computerspielerin, liebt es, in 3D einfach mal nur durch die Gegend zu flanieren. Und so wie ihr geht es auch vielen anderen. Wem die Welt da draußen als zu gewalttätig erscheint, der findet ausgerechnet im Computerspiel mittlerweile Frieden, Idylle und Kontemplation. Natürlich, Walking Simulators sind keine Blockbuster-Spiele. Aber sie sind dennoch mehr als nur Kritikerlieblinge und erreichen manchmal beachtliche Verkaufszahlen. Man muss sich klar machen, dass sich in den letzten Jahren auch die Zielgruppe von Computerspielen stark geändert hat. Also wir haben jetzt mittlerweile einen großen Mobile-Boom erlebt. Das heißt, Menschen, die vorher noch nie was mit Computerspielen zu tun hatten, haben jetzt plötzlich ein Gerät, mit dem sie auch spielen können. Das heißt, es gibt viele neue Spieler aus vielen verschiedenen und anderen Schichten, Altersklassen, die haben andere Ansprüche und die finden es dann zum Beispiel auch gut, einfach nur in einem Spiel über eine schottische Insel zu spazieren. Früher, da lief man weniger durch pittoreske Landschaften als vielmehr über Schlachtfelder oder durch Raumschiffkorridore. In der Hand Pistole, Maschinengewehr, Raketenwerfer und manchmal auch, so wie im Klassiker Doom, die berühmt-berüchtigte Kettensäge. Und heute?
Da greift man als gestandener Spieler auch gerne mal zum Wischmopp und macht erstmal schön sauber. Reinigt die Szenerie von allerlei Blut und Gedärmen, anstatt selbst Blut und Gedärme zu produzieren. Schrubben statt Schießen. Putzeimer statt Pumpgun. Auch das wird gekauft. Und es macht mehr Spaß, als man vermuten könnte. Vielleicht liegt es an der Zeit, in der wir leben, dass heute ausgerechnet Computerspiele eine heile, gewaltlose Welt beschwören. In einer Zeit, in der sich Terrorangst breit macht und Nachrichten und soziale Netzwerke manchmal überkochen vor schrecklichen und grausamen Bildern. Können Computerspiele da die Flucht in den Frieden bedeuten? Möglich scheint es. Aber natürlich sind diese Spiele auch ironischer Kommentar. Immerhin gehört es zum Konzept des Spiels, dass hier die Sauerei aufgewischt wird, die in den Jahren zuvor in First-Person-Shootern angerichtet wurde. Karlsruhe, das Zentrum für Kunst und Medien. Bis 2016 wurde hier eine Ausstellung zu politischen Spielen gezeigt. Unter den Ausstellungsstücken ebenfalls ein Putzspiel mit Tiefgang. Das Spiel Sunset von Tale of Tales sieht aus wie ein Ego-Shooter, ist aber kein Shooter, weil man eben nicht schießt. Man erschließt sich aber die Räume, die da dargeboten werden, aus der Perspektive der ersten Person, also einer subjektiven Perspektive. Ich spiele die Haushälterin in einem fiktiven südamerikanischen Staat. Ich bin angestellt bei einer männlichen Person und muss so jeden Tag in sein Penthouse fahren, das besonders schick eingerichtet ist. Ich werde hier in die Zeit der 70er Jahre versetzt, voller Kunst steht etc. und muss einfach im Laufe des Spiels verschiedene, alltägliche Aufgaben einer Haushälterin auch ausführen. Kisten sortieren, putzen etc. pp. Das Spiel ist aber auch ein Kriegsspiel bzw. ein Antikriegsspiel. Ich entdecke nämlich im Laufe des Spiels völlig indirekt, dass ich hier die Haushälterin bin des Diktators dieses fiktiven Staates. Und es entwickelt sich es bricht ein Krieg aus. Es entwickeln sich kriegerische Handlungen, die ich aber nie direkt mitbekomme, sondern immer nur aus der Sicht der Haushälterin über Informationen etc. entdecke. Ich bin also stets durch diese Scheibe dieses besonders schönen Apartments gewissermaßen getrennt von den echten kriegerischen Handlungen, die außerhalb dieses Apartments stattfinden. Ein Spiel wie Sunset ist schön, subtil und kritisch. Es zeigt, dass sich die Branche entwickelt hat. Baller-Blockbuster gibt es nach wie vor. Doch Nische kennt mehr. Selbst so etwas wie Antikriegsspiele. Also ich bin der Überzeugung, dass es Antikriegsspiele geben kann. Ein wundervolles historisches Antikriegsspiel ist übrigens von Yoko Ono, die als Fluxuskünstlerin in den 60er Jahren Modifikationen von Schach hergestellt hat. Und die hat diesen inhärenten Gewaltkonflikt, der in Schach steckt, herausgenommen, indem sie ein komplett weißes Schachspiel gemacht hat. Und das ist ein Antikriegsspiel, das man vor dem Hintergrund natürlich auch der politischen Situation der Zeit, also sprich Vietnamkrieg etc., sehen muss. Also und auch vor dem Hintergrund der Friedensbewegung. Und hier ist ein historisches Antikriegsspiel schon in der Kunstgeschichte bekannt. Und auch Computerspiele können eine pazifistische Haltung einnehmen und Antikriegsspiele sein. Thanks, Sergeant. Roger that. Genau diesen Beweis hat eine deutsche Spieleschmiede im Jahr 2012 erbracht. 5 Jahre lang arbeitete man bei Jager in Berlin an Spec Ops The Line. Ein historisch bedeutsamer Titel, denn es handelt sich um das bislang aufwendigste und vielleicht wichtigste Antikriegsspiel überhaupt. Spec Ops spielt in der nahen Zukunft, in einem von Sandstürmen umwehten Dubai. Im Laufe des Spiels verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen Gut und Böse. Und irgendwann, da kann sich der Spieler nicht mehr so sicher sein, auf der richtigen Seite zu kämpfen. Der Gedanke eines Antikriegsspiels, der stand nicht als erstes im Raum. Also wir hatten erstmal tatsächlich die Idee, ein Actionspiel zu machen.
und haben uns überlegt, was kann man machen mit schon einer Shooter-Mechanik, aber wie sind wir in der Lage, uns gegen die anderen Spiele auch abzusetzen? Und wir wussten ja, es gibt Platzhirsche in dem Metier, Call of Duty zum Beispiel oder andere. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn, wenn wir versuchen, in einem Shooter eine Story zu erzählen und vielleicht dann sogar noch bestimmte Aktionen dem Spieler so zu vermitteln, dass er darüber reflektieren kann. Also wir wollten nicht unbedingt jetzt den didaktischen Ansatz wählen und sagen, Schießen ist aber nicht gut und Krieg ist nicht gut, so platt sollte es nicht passieren. Aber wir wollten schon verschiedene Ebenen im Spiel vermitteln, die man sich dann annehmen kann und sozusagen das dann auch hinterfragen kann. All right, Lugo, who are we up against? An army? Give or take? No shit. How are we getting through this? This might help. Fine, set it up. You're fucking kidding, right? That's white phosphorus. Yeah, I know what it is. You've seen what this shit does. You know we might not have a choice, Lugo. There's always a choice. Und dann lassen wir den Spieler aber eben genau durch diese Szene, durch diese Location, wo der Phosphor abgeworfen wurde, durchlaufen, sozusagen, damit er das Leiden auch sieht. Und das ist im Zusammenhang mit dem Spiel keine leichte Situation. Aber das war uns wichtig, dass wir so ein, zwei Szenen im Spiel haben, die eben sich direkt mit diesen Gräueln, die man anrichten kann, auseinandersetzen. Und so wie das Spiel beginnt, das ist ja eine Rettungsmission ursprünglich, wo wir nach Dubai geschickt werden, um den Verbleib von ein paar anderen Soldaten aufzuklären. Und nach verwandelt sich diese Rettungsmission, die mit den besten Intentionen gestartet wird, in einen Albtraum. Und das wollten wir halt mit Spec Ops auch darstellen. Spec Ops hat beim Erscheinen gute Kritiken bekommen. Ein Kassenschlager war das Spiel allerdings nicht. Die Idee war gut, aber die Spielewelt vielleicht noch nicht bereit. Also würde sagen, ist vielleicht eine ganz witzige Analogie zu Coppolas Apocalypse Now, also an dem er ja auch fast bankrott gegangen wäre. Und der Film hat sich, glaube ich, dann in 30 Jahren amortisiert. Und Spec Ops, ich weiß nicht, ob es 30 Jahre sein werden, aber hat immer noch ein sehr aktives Leben und wird auch immer noch sehr gewertschätzt in der Community. Es war aber sicherlich nicht der Blockbuster-Erfolg. Globale Blockbuster hat das Genre der Antikriegsspiele bis heute nicht hervorbringen können. Im Indie-Bereich gibt es allerdings durchaus Games, die sich sehr gut verkauft haben. Manch ein Spiel setzt sich hier beispielsweise kritisch mit dem Drohnenkrieg auseinander. Aber alle Spielemacher haben mit demselben Grundkonflikt zu kämpfen. Die Probleme, die sich ergeben, wenn man ein Antikriegsspiel machen, sind wahrscheinlich leider die Probleme, dass es sich etwas schlechter vermarkten lässt, weil natürlich nicht jeder diese Schwere in einem Spiel sucht. Man kennt es wahrscheinlich von sich selbst. Manchmal sitzt man abends da und will eigentlich nur ein bisschen die Zeit verdaddeln oder einfach mal ein bisschen spielen und nicht immer eigentlich erinnert werden an diese Schwere, die da natürlich dargestellt wird und diese Situation dann auf einen treffen lässt. Da kollidieren natürlich zwei Inhalte, weil Spiele natürlich von Grund auf Spaß machen sollen. Das ist auch die Erwartungshaltung, mit der man da rangeht. Und dann plötzlich hat man so ein schweres Thema, was plötzlich wie ein Fremdkörper wirkt. Und dann fragt man sich, okay, spiele ich das jetzt einfach nur oder kann ich mich damit jetzt auseinandersetzen? Kann ich das jetzt tatsächlich reflektieren, was ich da gerade getan habe oder bereit bin zu tun? Auf der einen Seite soll ein Spiel Spaß machen. Auf der anderen Seite plötzlich auch den Spieler zum Nachdenken bringen, ihn reflektieren lassen, ihn vielleicht sogar verstören und traurig machen. Ein Dilemma. Und deswegen fordern immer mehr Game Designer, dass Spiele sich vom ausschließlichen Spaßzwang befreien sollten. Also ich finde, dass Spiele immer Spaß machen müssen, ist so eine Fehlerwartung an ein Medium. Daher kommt das Spiel natürlich und das macht natürlich auch irgendwie Sinn, dass das Spiel darin gut ist, Spaß zu erzeugen und Spaß zu machen. Aber durchaus kann man ja andere Gefühlswelten in dieses Medium reinprojizieren. Und das kann natürlich Traurigkeit sein, Wut sein, Ekel sein. Es gibt unterschiedlichste Spiele, die das darstellen.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Bewegung in die Branche gekommen ist. Wo früher Dutzende Shooter immer neues Futter für die Killerspieldebatte lieferten, zeigen heute Walking Simulators und Antikriegsspiele, welche unterschiedlichen Gaming-Erfahrungen möglich sind. Doch es wäre ein Trugschluss zu glauben, die Killerspieldebatte wäre endgültig vorbei. Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Sie wissen natürlich längst, was in München heute Abend los ist. Da gab es eine Schießerei an einem Einkaufszentrum im Norden von München mit Verletzten und wohl mit Toten. An einem Freitagabend betritt David S. ein Schnellrestaurant im Münchner Norden und erschießt innerhalb weniger Minuten 9 Menschen und verletzt 4 weitere schwer. Wenig später wird er tot aufgefunden. Er hat sich selbst gerichtet. Wieder wird Deutschland Tatort eines Amoklaufs. David S. soll unter sozialen Phobien und einer depressiven Erkrankung gelitten haben. Vor der Tat beschäftigt er sich intensiv mit dem Amoklauf von Winnenden, verehrt den norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik. Und David S. war wohl leidenschaftlicher Counter-Strike-Spieler. Und so kehrt mit der Bluttat von München eine Debatte wieder, die schon fast in Vergessenheit geraten war. Es ist nicht zu bezweifeln, so war es auch in diesem Fall, dass das unerträgliche Ausmaß von gewaltverherrlichenden Spielen im Internet auch eine schädliche Wirkung auf die Entwicklung gerade junger Menschen hat. Das kann kein vernünftiger Mensch bestreiten. Nach den Schüssen von München diskutiert das Land wieder über Ego-Shooter. Der Begriff der Killerspiele ist zurück. Und auch wenn sein Vorstoß ein Einzelfall bleibt, Thomas de Maizière zeigt, dass die Killerspieldebatte noch nicht endgültig überwunden ist. Ich finde auch, diese Gewaltspiele im Internet können nicht förderlich für Kinder und Jugendliche sein. Wie ein Zombie in einem trashigen Ego-Shooter kommt sie immer wieder und ist scheinbar nicht tot zu bekommen. Und schon bald könnte dieser Zombie eine Art Frischzellenkur verpasst kriegen. Und der Grund dafür ist das Voranschreiten der Technik. Die Geschichte zeigt, dass technische Sprünge im Medium Computerspiel auch neue Gewaltdebatten provozieren. Früher waren es pixelige 2D-Spiele, die Anlass gaben zur Besorgnis und von denen es hieß, sie kämen einer paramilitärischen Ausbildung gleich. Dann kamen die First-Person-Shooter. Plötzlich hieß es, man könne am Rechner das Töten trainieren. Und bald schon, da wird man mittendrin sein, statt nur dabei. Virtual Reality verspricht einen neuen Grad an Immersion. Das heißt, der Spieler taucht völlig ein in die Welt aus Bits und Bytes. Sobald man eine der neuen Hightech-Brillen auf dem Kopf trägt, soll man alles um sich herum vergessen können. Eine Vision, die die Computerspielindustrie schon lange elektrisiert. Ende der 90er erlebt die virtuelle Realität ihren ersten kleinen Boom. Die Helme damals sind noch klobig und für Privatleute kaum erschwinglich. Auch die Grafik ist, zumindest aus heutiger Sicht, nicht gerade ein Augenschmaus. Schon damals begegnet man der virtuellen Realität mit einer Mischung aus Euphorie, aber auch Besorgnis. Aggression und Gewalt als Spiel in einer nie gekannten Intensität. Virtual Reality, mögliche Realität. Die Spieler tauchen ein in eine künstliche Welt, deren optische und akustische Kraft alles bisher Erlebte übertrifft. So bekommt auch das altbekannte Muster eine neue Qualität. Erschieße alles, was dir in den Weg kommt. Dann siegst du. Im Bereich der Unterhaltung, im Café oder am Heimcomputer hat der Siegeszug der Virtual Reality bereits begonnen. Die nächsten Schritte in die Gesellschaft sind geplant. Das Möbelhaus, in dem man sein Wohnzimmer, das Reisebüro, in dem man sein Urlaubsziel schon einmal mit Brille vor dem Kopf zur Probe erleben kann. Der Durchbruch der virtuellen Realität lässt doch länger auf sich warten, als sich das mancher in den 90er Jahren erhofft hat. Aber mittlerweile ist die Technik weiter. Sarah Lisa Vogel ist Game Designerin der nächsten Generation. Mit ein paar anderen VR-Enthusiasten hat sie in Hamburg ein Studio gegründet, spezialisiert auf das Spielen in der virtuellen Realität. Was mich extrem begeistert an Virtual Reality ist dieses Potenzial, in andere Situationen zu schlüpfen.
Es ist der Perspektivenwechsel, dass ich eine andere Rolle einnehmen kann, dass ich mein Leben, mein Horizont erweitern kann durch dieses Medium, weil es so echt ist. Also so diese Pippi Langstrumpf-These, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt in Virtual Reality. Anders als vor 20 Jahren stehen die Chancen gut, dass sich die Technik diesmal durchsetzt. Und so probieren junge Entwickler überall auf der Welt aus, was man wohl damit machen kann. Sarah Lisa Vogel beispielsweise arbeitet gerade an einem Virtual Reality Spiel namens Lucid Trips. Unsere Inspiration liegt da in den Träumen, luziden Träumen. Der Name sagt es schon ein bisschen. Luzide Träume sind Träume, in denen man sich darüber bewusst ist, dass man träumt und deswegen alles machen kann, was man möchte. Lucid Trips ist da ein ganz freies Spiel. Es lässt den Spieler diese virtuelle Welt, die ihm komplett offen steht, ganz frei erkunden. Es gibt Anhaltspunkte, die einen durchleiten, die einem Hinweise geben. Es gibt viele Easter Eggs. Also es geht wirklich um freies Erforschen, Erfahren. Wir geben dem Spieler kein wirkliches Ziel, weil er seinen eigenen Trip durch diese Welt finden soll. Er soll sich freuen an den kleinen Dingen, eben, die er erkunden kann, kann Sachen sammeln, kann Sachen finden, kann Sachen verstecken, kann auch selber Sachen kreieren. Genau, es ist sehr traumhaft und es ist vor allem sehr beruhigend. Es ist meditativ, der Player soll wirklich in eine andere Welt eintauchen, soll sich da fallen lassen können und soll die Umwelt um ihn herum vergessen. Also es ist sehr sanft und sehr ruhig. Sie kann sehr friedlich sein, die virtuelle Realität. So friedlich wie eine Yogastunde an einem warmen Frühlingstag. Aber so hippiesk wird sie wohl nicht bleiben. Der Computerspieler will nun mal nicht nur träumen, meditieren, fliegen und genießen. Er will auch mal ballern. Das Töten war bei mir auch so, dass ich bei den ersten Malen wirkliche Hemmungen hatte. Also wenn ich quasi geschossen habe, dass ich erst mal, weil es sich doch relativ real anfühlt, einfach schockiert war, ganz vorsichtig war, langsam war. Aber nach circa, ich würde mal sagen, 15 Minuten einfach wirklich den Spaß daran entdeckt habe. Also Schießen in Virtual Reality macht einfach echt Spaß. Also man fühlt sich da echt so, ja, wie eben in den Filmen, da mit zwei Knarren unterwegs. Und es macht schon einfach Spaß. Also auf jeden Fall hat mich gekriegt. Die junge Virtual Reality Community ist auch eine Bewegung auf der Suche. Eine Bewegung, die neugierig ist, die ausprobieren möchte, wie sich Dinge anfühlen in einer Realität, die zusammengesetzt ist aus Bits und Bytes. Es ist eine euphorische Suche, beseelt von der neuen Technik. Eine Euphorie, die man beim Werkstattbesuch mit Sarah Lisa Vogel förmlich spüren kann. So, wir sind hier in Hamburg bei uns im ViaNerds Headquarter. Wir entwickeln hier verschiedene Dinge im Bereich VR, verschiedene Anwendungen, Experiences, unter anderem auch mit Custom-Controllern, wie zum Beispiel hier mit dieser Gun. Das ist quasi eine Gun für unseren Shooter, den wir entwickeln. Es ist hier ein Vive-Controller, wie man sehen kann. Das Ganze ist im Raum getrackt. Die Waffe hat auch ein Gewicht, um das zu simulieren, dass es eben möglichst real ist. Abzug, Recoil, also quasi Rückschlag ist auch mit drin, dass es sich möglichst real anfühlt. Das Ganze ist eben hier mit einem Arduino-Board versehen, einige Schalter. In unserem Game, in unserem Shooter schießt man dann auf Käfer. Man sieht quasi seine Waffe, die gleiche Waffe, die man auch in der Hand hat, repräsentiert. Und schießt damit Käfer ab, die dann in grünem Rauch aufgehen. Schießt bewusst nicht auf Menschen, um quasi diese Abstraktion zu schaffen. Es ist nichts Reales. Also die Menschen werden dann nicht irgendwie getroffen, sinken zusammen, diese ganzen brutalen Bilder haben wir nicht in unserem Shooter, sondern eben Käfer, die da um einiges freundlicher sind für so einen Zweck. Ich fühle mich schon so wie so ein hier Soldier irgendwie. Es ist schon krass, das so in der Hand zu haben. Es ist schon was anderes. Also es ist nicht es ist was anderes, als wenn man eben nur diesen Controller hält und so tut, so eine kleine Pistole, sondern es ist halt schon echt so ein Gerät.
Ja, eben gerade mit dem Gewicht und einfach dem Handling, so wie es sich anfühlt. Es ist noch mal eine andere Dimension. Debugging. So lautet der Arbeitstitel des Shooters, mit dem die VR-Nerds ausprobieren wollen, wie das wohl geht mit dem Schießen in der virtuellen Realität. Im Prototyp müssen keine virtuellen Menschen dran glauben, sondern erst einmal nur virtuelle Käfer. Am Ende wird man vielleicht auf gar keine Lebewesen schießen. Eine bewusste Entscheidung, denn Gewalt in der VR ist ein heikles Thema. Ein Thema, für das es heute ein großes Bewusstsein gibt und das in der Szene mehr und kontroverser diskutiert wird als bei den Computerspielpionieren früherer Tage. Für die Öffentlichkeit allerdings gerät das Thema Gewalt in der VR langsam in den Fokus der Aufmerksamkeit. Schon gibt es erste Stimmen, die sagen, Gewalt hat hier nichts verloren. Unter diesen Stimmen ist auch der Virtual Reality Pionier Thomas A. Furness. I am worried about that. I'm worried about it because ich mache mir Sorgen, denn wir schauen in der virtuellen Realität nicht mehr durch den Bildschirm. Stattdessen setzen wir uns komplett einer Situation aus, mit all unseren Emotionen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine Waffe in die Hand und pusten einen anderen Menschen weg. Blut und Gehirn spritzt überall hin. Ich sage Ihnen, das werden Sie nie vergessen. Sie werden Albträume haben und das Einzige, was Sie tun können, ist, sich irgendwie zu betäuben. Welche Folgen es haben kann, in der virtuellen Realität zu töten, zeigt nicht zuletzt das Experiment eines 21-jährigen Informatikstudenten. Er übersetzte das beliebte Actionspiel Grand Theft Auto 5 in die virtuelle Realität. Statt mit Maus und Tastatur bediente er die Waffen mit seinen Händen im Raum, mit erstaunlichen Konsequenzen. Virtuelles Töten kam ihm plötzlich so real vor, dass er regelrechte Schuldgefühle bekam. Menschen in einem Shooter zu zeigen, ist einfach meiner Meinung nach keine gute Idee, weil Virtual Reality als Medium so immersiv ist, dass es diese realen körperlichen Reaktionen auslöst. Wenn ich in Virtual Reality bestimmte visuelle Informationen bekomme auf meine Brille, dann reagiert mein Körper, wie er im echten Leben auch reagieren würde. Mit Schweißausbrüchen, mit Herzrasen, der Puls steigt an. Also sozusagen, es ist einfach sehr echt und meiner Meinung nach ist es nicht gut, den Leuten diese Erfahrung zu geben, Menschen zu erschießen und das dann so echt wie möglich aussehen zu lassen, dass die Menschen sozusagen, wenn sie erschossen sind, in sich zusammenzucken, in sich zusammensinken, dass sie am Boden zucken, dass sie verbluten, dass man einfach diese wirkliche Brutalität davon, jemanden umzubringen, so direkt aufnehmen muss. Ich denke, das ist was, was die Virtual Reality nicht unbedingt braucht, meiner Meinung nach. Es gibt schon ein paar Shooter für die virtuelle Realität, aber auf Menschen schießt man hier so gut wie nie. Und wenn doch, dann fällt auf, wie sehr sich die Entwickler darum bemühen, virtuelle menschliche Gegner mit so wenig Individualität und Einzigartigkeit auszustatten wie möglich. Oder sie lassen den Spieler einfach gleich nur auf virtuelle Pappkameraden schießen, am virtuellen Schießstand, der dann dafür aber auch so realistisch wie möglich wirken soll, inklusive echtem Klackern beim Einlegen der virtuellen Patronen. Man kann sich ausmalen, was passiert, wenn so ein Spiel bei einem Amokläufer gefunden werden würde. Das alte Argument, mit Computerspielen könne man das Töten trainieren, wäre nicht mehr so weit hergeholt. Also der Siegeszug der Virtual Reality im Consumer-Bereich ist ein neuer Schritt in der Entwicklung des Computerspiels natürlich auch, weil es das Computerspiel jetzt zu einem total immersiven Medium macht. Also man taucht gewissermaßen wirklich ein in die virtuelle Bildwelt und das kann alle möglichen Folgen nach sich ziehen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es da auch
Spiele geben wird und Anwendungen geben wird, die Gewalt zeigen und Gewalt verherrlichen. Und das könnte sein, dass dementsprechend auch die Killerspieldebatte neu befeuert wird und dementsprechend neu anfacht. Bislang weiß niemand, wie sich die virtuelle Realität langfristig auf uns auswirken wird. Wird sie uns zu besseren Menschen machen oder zu schlechteren? Und werden sich die Debatten eins zu eins wiederholen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit der Veröffentlichung von Virtual Reality-Brillen so eine Debatte nochmal aufflammen wird, aber nicht in der Form, wie wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Also es wird sicherlich um Inhalte diskutiert werden, aber nicht mehr jetzt unbedingt um generelle Verbote. Wann immer Medien uns näher kommen, näher an unsere Körper rankommen, Geschichten noch näher und direkter präsentieren, dann kommen eigentlich immer wieder dieselben fast schon abergläubischen Ideen davon hoch, dass es genau durch diese Nähe quasi dazu führen muss, uns in unserem Verhalten zu beeinflussen. Auf der anderen Seite zeigt sich bei Virtual Reality aber auch einfach neues Potenzial. Einfach durch die Tatsache, dass man hier einen weiteren Level der Immersion erreicht hat, sodass man mit dieser Technik ganz andere Inhalte auch transportieren kann. Das heißt, wenn Computerspiele sich emanzipieren, eben auch vom militärisch-unterhaltungsindustriellen Komplex und nicht nur Kriegsshooter nach Kriegsshooter produziert wird, sondern die Indie-Szene weiter wächst und weiter auf der Suche ist nach neuen Themen, dann kann man damit natürlich auch Virtual Reality-Spiele zu ganz neuen Ufern führen, könnte man sagen. Es wird also auch davon abhängen, welche Virtual-Reality-Erfahrungen sich zukünftige Game-Designer einfallen lassen. Immerhin, bei herkömmlichen Computerspielen hat es Jahrzehnte gedauert, bis Spieler auch mal putzen gehen durften. Die virtuelle Realität ist hier sehr viel schneller. Und so sieht man auch jetzt schon die Chance, mithilfe der neuen Technik den Umgang mit Krieg und Gewalt kritisch zu hinterfragen. Für mich birgt das wahnsinnige Potenziale, der Perspektivenwechsel und das Schlüpfen in andere Rollen, in andere Situationen, das durch Virtual Reality möglich wird. Es ist ein grundlegendes Problem der Menschheit, sich nicht reinzuversetzen zu können in Probleme, in Situationen, die andere Menschen erleben müssen, auch in Menschen, die in anderen Ländern aufwachsen, in anderen Ländern wohnen, mit anderen Problemen zu tun haben wie Krieg, Armut, Hunger. Virtual Reality könnte uns an Kriegsschauplätze teleportieren und uns ein Gefühl davon vermitteln, was es heißt, in einem Kriegsgebiet aufzuwachsen. Die Technologie könnte uns dabei helfen, zu erfahren, wie andere Menschen leben, an anderen Orten, in anderen Situationen, zu anderen Zeiten. Situationen aufzudecken, denen wir im Alltag dann anders begegnen können. Uns bestimmte Mechanismen bewusst zu machen, die wir in unserem Alltag gar nicht sehen. Auf Dinge hinzuweisen, die wir eigentlich schon übersehen, weil wir gar kein Bewusstsein mehr dafür haben, weil uns das gar nicht mehr auffällt. Sowas kann zu tun haben mit Rassismus, sowas kann zu tun haben mit Rollenverteilungen, mit Mann-Frau-Rollen, mit eben Eltern-Kind-Rollen, mit Schüler-Lehrer-Rollen. Diese ganzen verschiedenen Perspektiven, Chef, Arbeitnehmer, diese ganzen Konstellationen sind immer mit Konflikten behaftet und die kann man, glaube ich, besser lösen. Natürlich kann man sie besser lösen, wenn man einmal die Perspektive des anderen erlebt hat. Für Sarah-Lisa Vogel und andere hat Virtual Reality fast schon utopisches Potenzial. Unstrittig ist, dass die neue Technik der Computerspielbranche völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Aber sie könnte auch die Killerspieldebatte neu anheizen. Eine Debatte, die Generationen von Computerspielern geprägt hat. Es geht immer ums Töten. Je brutaler, je realistischer, desto besser. Wie lernen Kinder töten? Spielerisch.
an der Videokonsole am Joystick. Dieser Freudenstock mit eingebautem Tötungsknopf lässt Kinder zu virtuellen Massenmördern werden. Man trifft sich zu großen Partys, vernetzt seine Computer und tötet gemeinsam. Eine Debatte, die heute allerdings an einem Punkt angelangt ist, an dem es sich wieder lohnt zu diskutieren. Die Emotionen sind raus. Selbst nach Gewalttaten wie München wird nicht mehr reflexartig nach einem Verbot gerufen. Und, man höre und staune, auch die alten Veteranen scheinen milde geworden zu sein. Aber die Eltern von Söhnen, die alle Computerspiele brauchen, jetzt nicht in Panik geraten, weil wenn das restliche Leben, wenn der mit beiden im Leben steht, wenn das gut läuft, dann sind Computerspiele Unterhaltung und viel Zeitvertreib und Zeitverlust. Ich bin ziemlich sicher, dass man darauf auf die Killerspieldebatte zurückblicken wird und ja auch darüber lachen kann, eben weil die Behauptungen oft so absurd, so undifferenziert waren, dass man das mit Abstand dann nicht mehr ernst nehmen kann. Weil es erinnert dann wirklich an kulturkritische Debatten, die man immer und immer wieder hatten, die immer wieder aufkommen. Mein Lieblingsbeispiel ist da die Debatte um Lesesucht im 18. Jahrhundert in Deutschland, wo im Prinzip auch eine Verschiebung der Nutzergruppen stattfand. Plötzlich gab es mehr Buchdruck, Frauen konnten günstig Bücher erwerben, lasen mehr und so fort wurde alles mögliche Fehlverhalten von Frauen, von Jugendlichen auf also Bücher geschoben. Bis hin zu, dass Bücherlesen zu Blähungen führt, weil man ja den ganzen Tag nur rumsitzt und nicht mehr sich bewegt und vernünftig verdaut. Ich suche mir keine Vergleiche aus alten Debatten. Ich denke, es ist ein neues Medium, das auch ganz neu diskutiert werden muss, weil es einfach ganz neue Möglichkeiten parat hält. Es ist was anderes, was zu lesen, als eben wirklich in eine andere Welt einzutauchen, mit allem, was dazugehört. Natürlich muss man sich immer wieder rechtfertigen. Und ich bin auch der Meinung, dass ganz viel Verantwortung in der Hand der Entwickler dieser Anwendungen liegt. Einst waren es die Bücher, dann das Kino, später Rockmusik und Videofilme. Es ist immer das neueste Medium, das kritisch beäugt wird, das die Erwachsenen nicht verstehen. Am Ende setzt sich natürlich das durch, was am besten verkauft wird, womit man Geld machen kann. Doch im Moment entstehen in den kreativen Schmieden der virtuellen Realität viele Ideen und ganz neue Aussichten. Virtual Reality könnte eine Tür öffnen, um Computerspiele in Zukunft noch empathischer zu machen. Spiele in der virtuellen Realität könnten uns die Welt durch die Augen anderer zeigen, und sei es nur für kurze Zeit. Das einstige Killerspielmedium hätte endlich seinen Frieden gefunden. Und das Wort Killerspiel würde für immer verschwinden. Schön wär's.